Wie bringe ich meinem Hund das Apportieren bei? Hunde lieben es, mit einer Beute davonzulaufen und sie irgendwo für sich zu sichern. Beim Apportieren soll der Hund genau das Gegenteil tun. Er soll eine tolle Beute zu uns bringen. Ja, wie bringt man einem Hund so etwas bei? Tatsächlich zeigen Hunde, die es gelernt haben, mit großer Freude das Apportieren. Entscheidend ist, dass der Hund lernt, für das Abgeben kriegt er einen Austausch, ein Leckerli am Anfang. Irgendwann kann es am Ende ein fröhliches Spiel sein. Wir fangen am Anfang an, dass der Hund lernen muss, sitzen zu bleiben, während wir etwas wegwerfen. Dieses Etwas sollte idealerweise ein Dummy sein, der der Größe des Hundes angepasst ist. Dummies gibt es in verschiedenen Größen, von sehr schwer bis sehr klein. Sie sollten also den richtigen Dummy für den richtigen Hund kaufen. Manche Hunde mögen es auch nicht, wenn der Dummy zu hart im Maul liegt. Das sind dann Hunde, die einen sehr weichen Dummy bevorzugen. Es gibt auch Futterdummies, in denen das Futter schon drin ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit diesen Futterdummies ungern arbeite, weil es dem Hund zusätzlich schwer gemacht wird, die tolle Beute zurückzubringen. Leichter fällt es einem Hund, wenn ein Dummy nicht nach Leckerlis riecht. So lernt er es einfach schneller. Hat der Hund gelernt, sitzen zu bleiben, während wir etwas wegwerfen, darf er es im nächsten Schritt holen. Aber, und das ist die Herausforderung, er soll uns die Beute dann auch bringen. Hier hilft es, wenn wir zum Beispiel rückwärts laufen und klatschen und seinen Namen rufen. Kommt der Hund dann mit dem Dummy im Maul auf uns zugerannt, gehen wir schnell ein paar Schritte auf ihn zu und nehmen ihm den Dummy ab und tun so, als hätte er schon alles richtig gemacht. Wichtig ist, dass wir schnell sind, dass wir ihn mit der Stimme loben, aber auch ganz schnell für das Abgeben mit einem Leckerchen belohnen. So schlagen wir dem Hund eine Art Tauschgeschäft vor, auf das er immer wieder gerne eingehen wird, wenn er erstmal verstanden hat, dass er für das Abgeben des Dummies ein Leckerchen bekommt. Auf diese Weise wird er immer schneller uns den Dummy zurückbringen. Zeigt ein Hund keine große Begeisterung, kann man ihn beim Zurückbringen unterstützen, indem man mit der Schleppleine arbeitet und ihn über die Schleppleine an unsere Existenz erinnert. Auch hier wieder, sobald der Hund auch nur halbwegs freiwillig uns den Dummy gegeben hat, erfolgt sofort die große Belohnung. Es muss sich für ihn lohnen, seine tolle Beute abzugeben. Hunde, die das auf diese Weise gelernt haben, können das Dummy-Training immer feiner lernen. Beim Dummy-Training kann man ganz viel über Handzeichen arbeiten, man kann die Verstecke variieren, man kann irgendwann mit bis zu 5 Dummies arbeiten. Der Hund muss sich verschiedene Fallpunkte merken. Die Herausforderungen können immer weiter steigern. Eine ganz großartige Beschäftigung für Hund und Mensch.